los. Moin moin und herzlich willkommen zurück, und zwar ungefähr, ja, ich sag mal 10 Minuten später, aber nicht, weil ihr es später guckt, sondern weil wir erstmal, ja, das ganze Spiel nochmal bis hierhin spielen mussten, also zumindest ab dem Zeitpunkt, wo ich eingestiegen bin, weil der gute Lars es versäumt hat, einen Speicherstand anzulegen, ja. Und wir das Spiel irgendwie zum Absturz gebracht haben. Ja. Ich habe einfach dafür gesorgt, dass das Spiel sich geschlossen hat. Hi erstmal. Willkommen zurück, Freunde, zu Ankh 2 Herz des Osiris. Richtig. Ja, wir haben ja beim letzten Mal nicht die Wände wackeln lassen, aber das Gerüst wackeln lassen. Ja. Was geschieht? Oh. Hui. Wer wagt es, meinen Brunnen zu entweihen? Okay. Das war ich nicht. Es blubbert. Ja, und da hat sich ein Feld so ein bisschen gelöst. Ja. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Der hampelt da immer noch rum wie so ein Irrer. Guten Appetit, Vater. Jetzt sollte es auf jeden Fall klappen. Da rennt er wie von der Tarantel gestochen. Mhm. Vielleicht kotzt er wahrscheinlich. Wie oft denn noch? Schluss mit den Faxen! Ich habe doch gar keine Faxe verschickt. War Zeit für eine Erfrischung. Boah. Der war schon schlecht, ne? Wasser mit Seifengeschmack. Mm. Boah. Reinigt den Magen. Bestimmt. Ja. Da war jetzt können wir gleich zu seinem Stand hingehen und irgendwie seine Skulptur da klauen oder irgendwas. Auch das noch. Ich meine, wir werden ja noch richtig kriminell hier als Pharao. Ja, viel weiter können wir ja fast nicht mehr sinken als hier im Steinbruch. Nee, das ist richtig. In den unteren Teil des Steinbruchs. Ja, da kommen wir noch hin. Okay. Hätte eh keine Zukunft gehabt. Jetzt aber nichts wie weg. Nichts wie weg? Gibt's hier nicht nur irgendwas? Das da liegt ja was auf dem Tisch, oder? Das Bild scheint etwas zu verdecken. Das wird nicht funktionieren. Damit kriege ich es niemals auf. Das wird nicht funktionieren. Da passiert nichts mehr. Ein netter Tisch. Eine billigere Variante hätte es aber auch getan. Ey, hier kann man nichts machen. Außer, dass das Bild verdächtig ist. Also wir müssen da irgendwas was machen. Ja, das war was drin. Kannst du doch eine neue Dose nehmen eigentlich? Habe ich gerade versucht. Geht nicht. Okay. Geht leider... Ach, schade. Jetzt kommt er schon wieder. Okay. Er ist da weggerannt, ne? Nicht zu seinem Stand, sondern nach draußen. Oh, nee. Mein bester so Entwurf. Oh, das tut mir aber leid. Nicht. Ja. Das hilft mir bestimmt nicht weiter. Ich frage mich gerade, was es jetzt gebracht hat. Das frage ich mich auch gerade, außer dass er jetzt am Flennen ist. Das Ding ist. Ach so, wir können ja jetzt immer noch hin, ohne dass er was merkt. Richtig. Ja gut. Er ist so mit sich selber beschäftigt in seinem Selbstmitleid. Ja, wir müssen jetzt noch ein Werkzeug finden, irgendwie. Wahrscheinlich ist das da auch in dem Schuppen. Müssen wir die Frage, wie wir da reinkommen. Leider, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Wir sollten mal ganz nach oben gehen mit dem Typen reden, da der hier das Sagen hat. Also ich weiß nicht, den Architekten oder den... Ja, du meinst den Sklaventreiber, ich weiß schon. Den Bandenchef da oben irgendwie. Den Bandenchef. Ja, das ist ja wie so einer. Betrachter Arbeiter, ja. Aber es gibt vieles, was man betrachten möchte, denn der Arbeiter gehört nicht dazu. Okay. Ein Seil runtergeworfen, okay. Ich weiß mal nicht, was das bringt, aber. Wahrscheinlich kann man unten was ranknoten. Al Caponeb. Ah ja. Al Caponeb, ja. Ja, so ungefähr. Luftige Höhen, okay. Da dürfen wir, glaube ich, noch nicht hin, oder? Da ist es. Mein Reich. Mein Imperium. Mein. Gedärmen des Pharao.
So, was sagen wir? Das zweite ja eigentlich. Klar, ich bin El Caravano, der gefürchtete Bandit. Beeindruckt mich gar nicht. Widerlicher Kleinkrimineller. Ich möchte gern wieder raus aus dieser Grube. Kannst du mir helfen? Hier raus? Kommst du schneller als du bist. Fein. In Stücken. Oh. Du wirst nicht lange überleben. Es sei denn, du schließt dich meiner Truppe an. Was meinst du mit deiner Truppe? Es gibt nur eine Möglichkeit, aus diesem Steinbruch lebend herauszukommen. Es gibt eine Möglichkeit? Da muss ich wohl noch mal mit meinen Architekten reden. Was? Ich rede manchmal etwas wirr. Wollte dich nicht unterbrechen. Also, ich sagte, es gibt nur eine Möglichkeit, aus diesem Steinbruch lebend herauszukommen. Ne? Und zwar mit meinem raffinierten Ausbruchsplan. Ausbruchsplan? So was Verruchtes. Aber den werde ich dir, Wicht, nicht erzählen. Warum denn nicht? Weil du so ein jämmerliches Weichei bist, dass du gar nicht würdig bist, in meine Truppe aufgenommen zu werden. Okay, also müssen wir beweisen, dass wir würdig sind. Ja. Genau, dann mach das mal. Ja, das Weichei, ja. Ich bin gar kein Weichei. Bist du wohl? Ich wette, du traust dich nicht mal dem Vorarbeiter einen Streich zu spielen. Ja, das haben wir ja schon. Wahrscheinlich willst du dich sogar bei ihm einschmeißen. Ja, nicht so wirklich. Keine Sorge. Doch, wir haben sein Ding umgeworfen. Wir beide nicht besonders gern. Nee, er meint seinen unten, seinen Aufpasser da. Also den fertig. Hieß der Kriecher. Bring ihn zum Heulen. Der Architekt ist ja nicht sein Mitarbeiter. Ja, stimmt schon. Dir fällt wohl nichts ein, wie? Hab ich mir gleich gedacht, dass du nichts drauf hast. Nett. Ja, den müssen wir jetzt irgendwie... Können wir da schon hoch? Dürfen wir da vorbei? Ja, ach, dürfen wir. Okay. Ja, wir dürfen. Dann, ja genau, wir müssen den Streich spielen. Ich muss mir überlegen, wie das nochmal klingt. Knoten, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir den Knoten lösen müssen. Ja, das müssen wir auch. Er braucht noch was da, mit dem können wir reden. Roger der Sklave, ah ja. Roger, ja. Mhm. Wer bist du? Und was machst du hier? Ach, das ist eine lange und unwichtige Geschichte. Aha. Schön, ja. Nein. Sie ist wirklich lang und wahrhaftig unwichtig. Super. Hm? Na super. Na gut. Also, da war ich also endlich raus aus der Sklaverei. Kein Haus- und Gartensklave mehr für Combat El Wombat. Kein Sänften- und Garagensklave mehr für Quon. Die Namen. Und auch kein von allem ein bisschen, denn dieser Asil hat mich befreit. Nervöse Finger. Lustiger Typ. Keine Ahnung, was er dem armen Sklaventreiber in den Drink gemixt hat. Bin dann mal kurz für ihn tauchen gegangen und dachte, hey, jetzt steht mir die Welt offen. Ach, der ist also, das. Also, zumindest Ägypten. Ich hab mir also gedacht, wie kann ich hier Karriere machen? Ich meine, ich hab keine Lust, Kamelwäscher zu werden. Wo ist in Kairo noch eine Marktlücke? Ha, da wusste ich es. Sand. Sand, natürlich. Sand? Sand ist hier ja überall. Und nein. Es nervt. Knirsch, knirsch, knirsch. In meiner Zeit wird es eine segensreiche Erfindung geben. Den Staubsauger. Genau das, was hier alle brauchen. Hey, alles klar. Ich habe aus einer Caesars Crunchies Packung eine Zeitmaschine gebaut. Da schaffe ich es doch wohl auch, aus Kamelhaar, Couscous und Datteln einen Staubsauger zu bauen, dachte ich. Das ist also der ägyptische MacGyver. Anscheinend, ja. Was ist dann passiert? Tja, dann habe ich es versucht. Und beim Prototypen kam es zu einem peinlichen Unfall. Nur so viel, Kumpel. Ein künstlich generiertes Vakuum, in das eine Palastwache gesaugt wird, ist keine gute Idee. Vor allem nicht, wenn man vorher den ganzen Kameldung auf dem Marktplatz weggesaugt hat. Und dann, wenn man die Wache aus dem Beutel holen will, versehentlich Umkehrschub aktiviert, sind die Folgen eher negativ. Die Palme, auf der er gelandet ist, riecht heute noch komisch, aber wächst wie verrückt. Die super. Palastwache wächst nicht weiter, aber riecht noch. Ich habe mir dann ein anderes Geschäftsfeld suchen wollen. Abends in der Kneipe drückt mir dann so ein Typ ein Flugblatt in die Hand. Darauf stand, der beste Weg, ihr Einkommen zu erhöhen. Sie können ab nun die bessere finanzielle Zukunft haben. Lernen Sie, wie man nebenberuflich in Ihrem existierenden Tagesplan 500 bis 2500 Goldstücke pro Monat verdienen kann. Erfahren Sie, wie man mit einem realen, ehrlichen, ethischen, in der Nähe angebrachten Business anschließen kann und machen Sie gleich eine schnelle Tour. Klang doch seriös. Kommt mir bekannt vor. Hab ich drucken lassen, um... nichts gesagt.
Also habe ich die Tour gemacht. Und so bin ich hier gelandet. Steine klopfen. Super. Man kann keinem mehr trauen. Eine wahrhaft tragische Geschichte. Aber sie beweist, dass mein Geschäftsmodell aufgeht. Super. Ja, das ist doch super, schön. Ne? Ja. Ja, das hat uns jetzt sehr viel weitergeholfen. Ja, echt. Ja, wir können den Knoten auf jeden Fall lösen. Das, dass ich ja keinen Schimmer habe, wie man diese Dinger bedient? Das Halteseil ist durchgeschnitten. Ja, immerhin. Das ist ja schon mal was. Mhm. Aber irgendwie müssen wir es ja schon hinkriegen, dass es doch runterfällt. Das wird nicht funktionieren. Alter, der Text wurde so klein, dass sogar das Ding kleiner wurde. Okay. Kannst du noch weitergehen? Ja, geht ein bisschen. Ich glaube, hier am Rande findest du irgendwie noch ein Vogelnest oder sowas. Wie habe ich da was in Erinnerung? Ja, hier. Ein Vogelnest mit ein paar Eiern. Mit dem Ast. Ich kann es mit dem Tuch nicht erreichen. Ah, nicht, dafür ist der Stock da. So, vielleicht wäre das Essen? Nee. Nee, ich denke mal eher, wir müssen das dem Typen in die Hand drücken, um damit irgendein Tier zu. Um das Muttertier zu triggern. Denke ich mal. Meinst du? Mhm. Soll ich ihn etwa damit bewerfen? Doch nicht. Das wird nicht funktionieren. Nee, nicht wirklich. Das wird nicht funktionieren. Die muss ich nicht zerschneiden. Geh mal wieder runter. Ich meine, es gab. Warte mal, vielleicht müssen wir ja den Kriecher damit bewerfen. Nee, ich glaube tatsächlich, dass es hier irgendwo so einen Stein gab, wo es ziemlich heiß war oder eine Stelle. Und da können wir das Ei, glaube ich, braten. Also ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, der meint. Also ich meine, bei irgendeinem Stein sagt er, oh, das ist so heiß hier, da könnte man glatt ein Spiegelei braten. Oder irgendwie sowas sagt er da, glaube ich. Okay. Vielleicht haben wir das noch nicht gefunden. Ah, das Seil haben wir da ja auch noch. Das ist das Seil, das ich von oben heruntergeworfen habe. Das ist das Seil, das ich von oben heruntergeworfen habe. Was sagt er nicht? Ein Hammer passiert nichts mehr. Passiert nichts mehr, schade. Ja, genau, töte ihn. Behalte das mal lieber. Das hätte er dann doch nicht verdient. Das hätte er dann doch nicht verdient, okay. Ist hier irgendwo, guck mal, ob hier irgendwo ein Stein ist, der als heiß bezeichnet wird oder das so. Das wird nicht funktionieren. Wird nicht funktionieren, schade. Ja, ich guck mal. Oh, du sollst dich nicht reinbacken? Du, was macht der da? Du sollst dich nicht reinbacken. Ich muss jetzt nach rechts aus dem Bild gehen. So. Ich dachte, dass das so wäre. Vielleicht irre ich mich ja auch. Oder, ah nee. Ah, ich glaube, dieser Bildschirm kommt erst hinter den Felsen. Also, wir müssen ja oben, wenn wir das Teil darunter schmeißen, diese Felsbrockenkette da durchbrechen, damit wir rechts den anderen Bildschirm gelangen können. Ja, genau. Und ich glaube, da kommt das dann erst mit dem Ei. Aber ja, was, wie machen wir jetzt weiter? Rollen dem Nil entgegen. Ja, das ist schön. Wir müssen das wahrscheinlich irgendwie zum Stoppen bringen oder was. Oder dafür sorgen, genau, dass die Rebellion einer davon, einen davon machen wir kaputt, glaube ich. Kannst du mit ihm nochmal reden oder will der nicht mehr mit dir reden? Ich renne jetzt gerade einfach mal nach oben. Ja. Ich kann nochmal gerne versuchen, mit ihm zu reden. Ja, wie du willst. Ja, ja. Gut, was macht er da? Er versucht, die scheiß Dose zu öffnen. Ah, warte mal. Die Feigendose hält stand. Die hält stand? Okay. Das wird nicht funktionieren. Gut verpacktes Obst. Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn du in meiner Nähe bist. Okay. Er hat ein ungutes Gefühl, wenn wir in seiner Nähe sind. Warte mal, kannst du an diesem Balken, der da unten raushängt... Ja, bitte geh hoch. Welchen Balken meinst du jetzt? Da hängt so... Geh mal runter da. Nach rechts wieder. Da hängt so ein Balken aus dem... Da. Kannst du da was dran machen? Nee. Unten am Bild. Da hängt das... Nein, unten. Unten. Ach, den hier. Keil. Ja. Ein wackeliger Keil steckt hier in der Wand. Ob wir mit dem vielleicht was machen das können. Das wird nicht funktionieren. Moment. Das wird nicht funktionieren. Ein wackeliger Keil steckt hier in der Wand. Ein wackeliger Keil steckt hier. Kannst du das Seil daran binden? Nee, ne? Wahrscheinlich eher nicht. Ich habe ja kein Seil. Ja, das, was wir da runtergeschmissen haben, aber das nimmt er ja nicht hin, ne? Nee, das nimmt er nicht. Das ist das Seil, das ich von oben heruntergeworfen habe. Leider nicht, Alex. Leider nicht. Aber irgendwie hängt das wieder da zusammen. Da war irgendwas. Warum ist denn eigentlich dieser Felsbrocken hier? Der ist doch irgendwie etwas hervorgebrochen. Welcher? Der hier. Wird doch sicherlich einen Grund gehabt haben. Das weiß ich jetzt nicht, ob der noch was zu sagen hat.
Also irgendwie muss der runterfallen. Das ist aber verdammt hoch. Kannst du... Achso, das gleiche nochmal? Nee, das brauchen wir nicht. Achso. Keine Angst, dass alles runterfällt? Hoppla! Jemand hat ja mein Halteseil durchtrennt. Da sollte ich wirklich vorsichtig sein. Aber solange ich links nicht zu viel wegnehme, kann ja gar nichts passieren. Links nicht so viel wegnehmen, okay. Aha. Ja. Ich finde aber, links muss unbedingt noch etwas weg. Ah, okay. Warum? Wir müssen einfach überreden. Okay. Ja, wäre das, ja. So dick, der Fahrer. Woher willst du das wissen? Ich war sein Double. Mach das mal, genau. Ich war sein Double bei der großen Osiris-Falle. Double? Der echte Pharao ist viel größer und hässlicher als du. Ui, das war ja sogar ein Kompliment. War wohl nicht richtig. Nee, stimmt. Hoppla. Aber wir müssen ihn irgendwie überzeugen, dass er noch was wegschneidet. Ja, genau. Warum? Oder wegmeißelt. Die also, Nase. Wenn das der Pharao sein soll, fehlt die kantige Nase. Woher willst du das wissen? Hab mal was mit seiner Schwester gehabt. Wenn du meinst, dann meißel ich hier wohl noch ein Eckchen weg. Ja. Und tschüss. Ah, da fällt mir auf. Die Hütte ist offen. Oder ist Klappergestell. Die Statue kippt einfach so um. Alles umsonst. Tja. Scheiße gelaufen, mein Freund. Jetzt kommen wir aber an das Werkzeug ran. Ja, und noch viel mehr. Ich glaube, mit dem Werkzeug können wir vielleicht den Keil da bearbeiten. Habe ich nämlich auch schon überlegt, dass das vielleicht damit zu tun hat. Und die Säcke, die sind ja auch noch da. Vielleicht hat es ja auch noch mit denen irgendwie was zu tun, dass wir da irgendwas belasten müssen, dass er dann so runterkommt. Dieses Klappergestell von Hütte, echt? Nee, mit denen können wir nichts anfangen, aber mit der Schaufel. Schaufel? Und die Zange auch noch da? Was man wohl mit einem solchen Gerät anstellt? Und noch was? Da ist zwar ein Hammer, aber den können wir nicht benutzen, leider. Weißt du, was der Hammer ist? Na? Ein Werkzeug. Ja. Ja, ja. Oh, Alex. Oh, er muss sein. Wozu brauchen wir denn jetzt bitte eine Schaufel? Vielleicht mit dem Keil, dass wir den ausgraben so ein bisschen? Nicht ihn über den Kopf hauen. Warum nicht? Ich glaube nicht, dass das so geht. Das wird nicht funktionieren. Schaufel hätte ich genommen. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Wird nicht funktionieren, sagt er. Schaufel und Zange. Hör mal auf rumzuzappeln, Junge. Das in der Dose, meinst du? Ja. Das wird nicht funktionieren. Aber er hält nur nicht still, das ist das Blöde. Ist hier links noch irgendwas? Haben wir da noch was nicht mitgenommen? Brunnen, den Brunnen... Nein, der ist glaube ich eher das nicht. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, bei dem Brunnen sind wir tatsächlich durch. Brunnen. Das weiß doch jeder. Stein verliert gegen Brunnen, das aha. Wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Sehr schön. Das große Rad ist mit dem Brunnen verbunden. Nein. Was ist mit der Dusche hier? Da ist. Ist er das? Achso, betrachte Dusche. Okay, mir ist das nicht. Ja, hier möchte ich lieber nicht duschen. Kann ich verstehen. Das wird nicht funktionieren. Wird nicht funktionieren. Flippen das wird nicht funktionieren. Auch nicht. Mit dem Stein? Das wird nicht funktionieren. Auch nicht. Hauen wir ein Ei auf. Auch nicht. Auch nicht. Nee, nee, nee. Das Handtuch, was da so groß hängt, das darfst du auch nicht nehmen, da links, ne? Nee. Auch nicht. Es hakt übrigens schon wieder, merke ich gerade. Es hakt oder es hakt? Es hakt, das Spiel. Alex. Ja. Ja. Das kann ich nicht sagen. Ja. Ja. Wir sind beide gleich schlau, sehr schön. Ja, ich hab's ja auch schon längere Zeit nicht mehr gespielt. Ja. Ich hab's doch gar nicht gespielt, wie gesagt. Ja. Das ist für mich das erste Mal. Warum haben wir das Seil darunter geschmissen? Das muss auch einen Grund haben. Ich glaub, weiß es nicht, Alex, ehrlich gesagt. Ich hab keine Ahnung. Eine machen.
Kannst du diesen scharfkantigen Stein eventuell an das Seil binden? Nee, mit also dem Seil können wir gar nichts mehr machen. Wenn, dann halt unten. Das kann natürlich... Oder das Ei. Das Ei an das Seil binden. Ja, warum nicht? Weil das irgendwie komisch ist. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Keine gute Idee. Das wird nicht funktionieren. Wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Dann machen wir die klassische Methode. Hilft mir die Zange. Alles ausprobieren, ne? Zange fehlt ihm auch, hilft ihm auch das nicht weiter. Das wird nicht funktionieren. Auch nicht. Da passiert nichts mehr. Da passiert nichts mehr, aber trotzdem hat er es noch bei sich. Was ist denn das Rot-Gelbe da eigentlich noch, was du da im Inventar hast? Das sind Tücher. Handtücher. Das waren die Handtücher, okay. Handtücher. Ja. Also wir haben Feuerstein-Handtücher, dann diese provisorische Mundharmonika, das Ei, einen Spaten oder eine Schaufel, je nachdem, und eine Zange. Ja, der Rest ist mir schon bekannt, aber ich überlege gerade, mit den Handtüchern es auf sich hat. Sklaven, wohin das Auge reicht. Also, ob der da was Neues erzählt, weiß ich es nicht. Nicht schlecht. Oh, ach, das war schon der Streich. Anscheinend. Bin ich jetzt endlich in deine Truppe aufgenommen? Nein. Es gibt dann noch etwas, das du erledigen musst. Und zwar? Wenn du meine neue rechte Hand werden willst, dann musst du meine alte rechte Hand aus dem Weg räumen. Ja, raus damit. Ich soll dir die Hand abhacken. Das ist so ein Unsinn. Ja. Du sollst den Kriecher da unten aus meinen Augen entfernen. Der geht mir schon seit einiger Zeit gehörig auf die Nerven. Nur dann nehme ich dich bei mir auf. Na gut, ich lasse mir was einfallen. Wir sollen ihn loswerden, okay? Und jetzt können wir vielleicht was mit dem Keil machen. Ja, dir werde ich es heimzahlen. Meinst du, wir können jetzt was mit dem Keil machen? Mhm. Wir müssen den da irgendwie wegkriegen, den Penner. Aber weißt du, was wir als erstes machen, Alex? Wahrscheinlich den Part beenden, wenn du schon so fragst. Korrekt, wir sind nämlich bei fast 23 Minuten. Ja, das passt doch. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir hier mal den Part. Zwei Parts kommen noch mit dem Alex Flattermann. Ja, sehr schön. Freunde. Und zwei Parts, glaube ich. Ja, müsste jetzt der vierte Part sein, ne? Ich komme schon. Ja, es gibt die 4 plus 2 macht 6. Ja, gut, alles klar. Sehr schön. Freunde, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen. Und ganz wichtig, bleibt gesund, Freunde. Ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich freue mich auf den nächsten Part. Bis dann. Ciao, ciao. Und tschüss.